Es gibt Neuigkeiten zu meinem Q-Sensor. Ja, hier so war er ja geplant. Ja, das CAD-Modell dreht sich schön. Und jetzt schauen wir mal, was wir da haben. Da sind die Einzelteile gekommen. Hier ist das Gehäuse, das Äußere. Ich habe es in Schwarz bestellt, in PLA ausgedruckt, in der Stadtbücherei in Ludwigsburg. Hier mein Schalter, mein Vibrationsteil, ein kleiner Lipo, der Adafruit Bluetooth Sense Mikrocontroller. Da bin ich heute jetzt mal beim Zusammenschrauben. So einen kleinen Bauaufsatz gekauft. Erste Teil ist schon zusammengebaut, die Schraube und der Carrier. Das passt auch hier schön rein. Gut, perfekt. So, jetzt brauche ich noch die vorgebohrten Löcher voll. So. Jetzt gucken wir mal, ob das noch das Lochbild passt. Perfekt. Jetzt muss es bloß noch reinpassen. Ersin, was machst du? Was ich mache? Ja, ich schraube gerade meinen Sensor rein. Guck. Also, das gute Ding kommt hier drauf. Okay, einmal anziehen, dass alles schön anliegt. Dann kommt mein USB-Kabel dran. So, und jetzt lassen wir mal das kleine Python-Programmchen laufen, womit ich meinen Q testen kann, meinen Sensor testen kann. 4, 5 und BAM! Ah ja, guck mal das schöne Ding an hier. Also, hier sieht man die Beschleunigung in Q-Richtung und ja, die Beschleunigung und hier die Gyroskopdaten. Mit dem Ding geht's also weiter. Wir sehen uns. Bleibt dran.